Moin moin Leute und herzlich willkommen zur nächsten Folge Skyrim. Wir sind immer noch dabei, Ahnenschimmer hart in unseren Besitz zu bringen. Und da machen wir mal weiter. Unseren komischen Kumpan, den haben wir verloren. Ich habe ja extra gesagt. Wunder dich nicht, wenn du stirbst auf dem Weg. Scheinbar ist er gestorben, weil er ist nirgendwo mehr hinter mir. Ich habe aber seine Leiche auch nicht gefunden. Naja, ist mir eigentlich relativ egal. Hätte zwar sagen können, nein, du kommst nicht mit, was ich eigentlich vorhatte, aber wenn er schon gesagt hat, er wird mir nicht im Weg stehen, er stand mir auch nicht im Weg, das muss man ja natürlich dazu sagen, aber Drachen ist das relativ egal. Naja, Drachen. Ne? Oh, hallo, wer bist du? Hm? Was? Hä? Willst du angreifen? Hallo? Ich dachte, ich hätte etwas gehört. Ernsthaft? Das war Mut. Glaubt ihr, dass ich eine Chance? Naja, das war mal. Ich habe sie wohl verscheucht. War mal. So, Eisenpfeile, sehr gut. Drachenbaum, wer bist du? Aela! Wenn ihr mich jagen wollt, müssen eure Beine schnell und eure Augen schneller sein. Aha! Aela, wer bist du? Spion? Ein wenig das Blut, um die Stimme zu heben. Hoffentlich ist euch das nicht zu heftig. Die hier einem über den Weg laufen, ist auch interessant. Und nicht schlecht. Cool. Reist ruhig weiter. Ich werde euch noch frühzeitig besuchen. Leute, damit ihr Bescheid wisst. Oh, hier ist ein Eisenpfeil. So, und hier muss Ahnenschimmergedönse irgendwo sein. Schwebende Seelensteine, alles klar. Tragödie in Schwarz habe ich scheinbar schon gelesen. Oh, kriege ich rein. Zumindest. Mein Gott, spring darüber. Zwei. Drei. Drei Kriechranken und Drachenbaum. Sehr cool. Und noch eine Kriechranke. Zwei sogar, oder? Hier drunter ist der Eingang. Da wollen wir doch direkt mal hin, Freunde. Ahnenschimmer-Heiligtum entdeckt. Und alles voll mit Drachenbaum. Jospi, Drachenbaum. Noch mehr Drachenbaum. Und noch mehr Drachenbaum. Und Jaspi, nee, Jospi. Ich hab keine Ahnung, wie das heißt. Oh, oh, oh. Wo ist die Libelle? Ich will die Pfeilfedern. Da. Okay, die fliegt weg. Und ducken. Ahnenschimmer, Heiligtum. Gibt's hier unten was Besonderes? Also der Typ ist auf jeden Fall tot, sonst wäre er spätestens jetzt wieder hinter mir. Naja. Bei zwei Drachen, die auf uns gewartet haben in der letzten Folge, auch kein Wunder, nicht wahr? Ich könnte zwar das mit dem Rollen lernen, dass man hier eine Rolle nach vorne machen kann, da würde ich mich schneller bewegen, aber springen geht's auch. Drachenbaum. Hey. Nobody's home. Scheinbar. Nochmal probieren. Oh, hier sitzt jemand. Hallo. Seid ihr auch hier, um die Sehenswürdigkeiten dieses herrlichen Heiligtums zu bewundern, so wie ich? Wahrhaft bemerkenswürdig. Nee, hier sind normale Männer. Oder Menschen. Oh, lesen. Wiederherstellung verbessert auf 22. Sehr gut. Dreh dich um, bitte. Der Clown. Ja. Du weißt nicht. Wer bist du denn? Preist Hynaret dafür, dass sie solche Schönheit zulässt. Was ist das denn hier für ein Ort? Ihr befindet euch im Ahnenschimmer-Heiligtum. Nur ein kleiner Einblick in die Schönheit, die Hynaret zu bieten hat. Okay. Ein wunderbarer Ort, nicht wahr? Ja. Und dieser Baum, ist
Das Ahnenschimmer? Ja, obwohl es niemandem gelungen ist, sich ihm zu nähern, solange ich zurückdenken kann. Warum nicht? Wie ihr seht, besitzt Ahnenschimmer gewaltige Wurzeln, die sich überall ausbreiten und den Weg zum Stamm versperren. Gerüchten zufolge soll es aber eine Waffe geben, die Ahnenschimmer dazu bringen könnte, die Wurzeln zu heben. Mehr vor Furcht als vor Respekt. Meint ihr diese Waffe? Die Gerüchte waren wahr. Ich flehe euch an, fügt dem Baum keinen Schaden zu. Ach. Das würde nur Unheil bringen. Da hoch muss ich. Okay. Und da werde ich gekommen. Okay, da muss ich jetzt mal Ahnenschimmer. Nee, Nessen ausrüsten. Ganz ehrlich, da kommst du da eigentlich so durch, wenn du dich nicht, wenn du dich so blöde anstellst. Na gut. Objekte, Waffen, Nesselflug. Auf, Mark. Mark, auf! Auf! Wenn man nicht gleich einen Allerhof nimmt. Ja, ist er jetzt so wild. Ich auch, oder? Nö. Aber ich sammle hier erstmal die Zutaten außenrum ein. Aha, blöd bin ich ja jetzt hier nicht, ne? Eben Erzkriegsaxt, die ist viel wert. Oh, das hat sich gelohnt. Oh. Schmetterlingsflügel. Ist hier unten noch was Feines? Nee. Dann. Auf zum Baum. Zu Danika. Oh. Oh. Ich glaube, da unten wird gerade gekämpft. Zweiglinge. Habe ich das richtig gesehen? Sind da unten Zweiglinge? Ja. Richtig gesehen. Ja! Oh. Auf dem Weg hier war auch einer. Hey, Zweiglinge. Gerade mal nenne. Feigling. Ja. Yeah. Was? Abhalter. Hat er sich geheilt? Im allerletzten. Du hast keine Ahnung, wo ich bin. Und versteckt. Perfekt. Ja, das ist hier unsichtbar gerne mal zwischendurch, ne? Ich möchte dann eine gerade Schussrichtung haben, wie man in gerader Linie auf ihn schießen kann, wenn er dann auf mich zukommt, so wie. Ja, Wolleck. Okay, die da unten hat es erwischt. Die hier oben hat es auch erwischt. Er hat Gold dabei. Haben alle nichts Besonderes dabei. Wollen wir nochmal bei ihr gucken. Ja, sie hat Eisen für alle dabei. Das ist natürlich für mich was ganz Besonderes. Und hier ist Hängemoos. Das freut doch ein jeden Zutatensammler. So. Komm ich mit dir hier raus?
sollte ich. Ich kann wieder zurücklatschen. Und werde das zu Danica hieß sie, glaube ich, zurückbringen. Und dann werde ich, glaube ich, mal jetzt schon wieder mein Inventar ausmüllen müssen. Nach zwei Drachen. So ein bisschen was anderes. Ist das schon relativ voll. Muss ich ganz ehrlich sagen. So. Karte anzeigen. Zack. Ich glaube, das ist fast egal, wo wir uns hin teleportieren. Das ist genau in der Mitte. Ich gehe jetzt mal hier hin. Aber nur aus dem einfachen Grund. Ich drehe mich jetzt hier um. Und. Ah, doch, das müsste wesentlich schneller sein hier. Können wir zur wahren Erleuchtung? Ja, wo du da reingehst, ist auch eigentlich relativ hup. So, hallo. Habt ihr das Ahnenschimmerharz? Ja. Ich habe das Harz. Wunderbar. Damit werde ich den Baum retten. Ich danke euch vielmals für eure Hilfe. Okay. Die Gnade von Kynareth sei mit euch. Ich weiß doch. Kann ich jetzt hier was nehmen, ohne es zu stehlen? Nice. Ob das hier? Was wollt ihr, kleiner Elf? Oh, hallo. Hm? Geld darf ich mitnehmen. Uhr darf ich auch durchsuchen. Ich darf das Gold mitnehmen. Nice. Wo ist der Tisch? Och, Mann. Her damit. Kleiderschrank. Was? Mein Gold sei dein Gold. So nach dem Motto, wie ich hier gehandhabt. Einen guten Tag wünsche ich. Möget ihr mit einem Schwert in der Hand sterben. Ein bisschen Lavendel. Ich halte diese Schmerzen nicht aus. Na gut. Inventar auslernen, Freunde. Unsere aller Lieblingsaufgabe. Noch mehr Lavendel. Nicht Lieblingsaufgabe. Aber, Freunde, es muss gemacht werden. Ansonsten sind wir überladen und müssen wieder Sachen wegschmeißen, obwohl wir eigentlich gar keine Sachen wegschmeißen wollen. Ist es nicht immer so. Kompliziert ist es einfach. So. Fangmischerbeutel. Zutaten. Blasenpilz. Alle weg. Drachenbaum 22 haben wir einige gesammelt. Und Kriechrang 11 und Lavendel 16. Das ist ja super. Ballwurzeln auch 5 Stück. Eine Riesenzehe haben wir sogar gekriegt. Schneebeeren. Die meisten Schneebeeren habe ich gesammelt offscreen. Wo ich in der letzten Folge zu dieser Wolfschädelhöhle gelaufen bin. Tränke haben wir gar nicht so viele gekriegt, Schriftrollen auch nicht. Beziehungsweise gar keine. Also muss ich auch nicht auslernen. Aber hier Drachenknochen. Oh ja. Alle. Und auch. Oh. Nicht ausrüsten, ablegen. Oh, scheiße. Mich. Bissel vertippt. Goldbarren. Orihalkumbarren. Das war's. Und hier kann ich ablegen. Gewöhnlicher Seelenstein. Dann großer Seelenstein, kleiner Seelenstein. Und winzige Seelensteine. Wir haben ein bisschen Waffen mitgenommen, nämlich die Ebenerzkriegsaxt, Nesselfluch, Zwergenbogen des Gefrierens, Kleidung, vielleicht irgendwas, ja, die Elfenstiefel der Stärke, Luizenrobe der Zerstörung und jetzt noch ein bisschen Schmuck. Hier, nein. Und dann haben wir es ja hier eigentlich recht schnell erledigt bekommen. Perfekt! Weiter geht's, Freunde. Womit machen wir weiter? Gucken wir doch mal. Ihr seid jemand, ich habe nach euch gesucht. Ich soll euch etwas liefern, aber nur euch persönlich. Lasst mal sehen. Ein Brief.
Ich weiß nicht von wem. Das wollte er nicht sagen, nur, dass er ein Freund von euch sei. Okay. Das war's dann wohl. Ich muss los. Brief eines Freundes. Einer von tausend. So. Objekte. Bücher. Brief eines Freundes. Welcher ist es denn? Nein. Der ist es nicht. Dann ist es der hier. Der obere. Oh, Energiequellen in Vollguntur. Okay. Wo ist das? Vollguntur. Einsamkeit, da gehe ich aber mal hin. Energiequelle, das dürfte dann wieder ein Schrei sein, ein Drachenschrei. Das ist eigentlich in der Regel immer dann ein Drachenschrei. Vollguntur. Das dürfte wahrscheinlich... Benötigt ihr ein Boot? Nein, brauche ich nicht. Dürfte wahrscheinlich ein... Nicht Wemer. Drauger Verlies sein, nehme ich jetzt mal an. Stimmt, weiß ich nicht. Orange Pfeilfedern. Sehr gut. Und, oh ja, Schmetterlingsflügel. Ja, damit. Jawohl. Wo sind sie? Da. Ja, blauer Schmetterlingsflügel. Okay. Oh, ganz viele von den Vögeln. Die kannst du auch töten. Das machen wir aber dann, wenn wir in der Zerstörungsmagie ein bisschen besser sind. Dann sind die Rüste, die so schlecht für den Pfeil. Vor allem ich, der ja super auf sich bewegende Ziele schießen kann und Entfernung einschätzen kann, nicht Vollguntur entdeckt. Die Kaniswurzel. Cool. Und nochmal Todesglückenblume. Ja, ich würde mal so behaupten, das ist definitiv draugerhaft hier. Wer ist da? Gegner? Was für ein Gegner? Ist das eine Schlammkrabbe gewesen oder was? Ja. Mach die Krabbe. Aber, die Beine sind zum Essen da, genau. Oh, was haben wir denn hier für ein Lager? Das ist mir gerade gar nicht aufgefallen. Wirkt sich doch jemand. Hallo? Wenn ihr wahre Söhne und Töchter vom Himmelsrand kennt, dann sagt ihnen, sie sollen nach Windhelm eilen. Hier ist aber gar keiner. Wolf im Sturmmantel erwartet sie. Na gut. Die sind bestimmt da reingegangen. Dann wollen wir es denen mal gleich tun. Auch hier reingehen. Mal sehen, was uns hier erwartet, Freunde. Vollguntur. Okay, ich ducke mich. Dürften gegen uns. Hier wurde schon Blut vergossen. Und ja, was soll ich sagen? Es ist tatsächlich ein Draugerverlies. Abenteuer. Den ersten hat es hier schon hingerafft. Oh mein Gott! Das ist ein Gegner. Kommt der auch hier irgendwie hin? Kommt doch um die Ecke gelatscht. Okay, dann nehmen wir den gleich mit. Draugr. Ja, die haben hier schon viel an der Seite geräumt, sozusagen. Dieses Rätsel brauche ich jetzt nicht nochmal löse. Das ist sehr, sehr freundlich. Obwohl das Rätsel jetzt wahrscheinlich auch nicht zu schwer gewesen wäre. Die Virenschlüssel brauche ich auch nicht. Abenteurer. Der wurde aber ein bisschen verbrannt. Ein einfacher Drauger. Du kannst das gerne versuchen, das mit mir aufzunehmen. Es wird dir nur nicht gelingen. Das verspreche ich dir. Okay. Ich gehe die Tür zu. Okay. Da geht die Tür auf. Okay, wo ging die Tür noch auf? Hier hinten irgendwo. Das war's, okay. Ja, bleib stehen. Wenn du jetzt stehen bleibst, Problem.
hat er dabei. Und ein Abenteurer. Wieder normal ein Toter. Feuer und Dunkelheit. Und ein Geldbeutel. Ja, davon brauchen wir aber sonst nichts. Ich habe aber einen gehört, deswegen werde ich jetzt direkt in den Schleichmodus übergehen. Der wird da oben irgendwo sein. Ganz stark an. Okay. Ja, so kommen wir natürlich nach oben. Ach, Freunde. Geldbeutel. Was anderes haben wir? Ja! Au. Danke. Habe ich ein bisschen Schaden gekriegt? Bin da unten doch in diese Spitzen dran gekommen. Ist jetzt nicht weiter tragisch, aber ist halt passiert. So. Hier oben ist noch ein Gegner, den habe ich vorhin gehört. Ah, da hinten wahrscheinlich hinter. Einige Droge haben die hier schon wegmachen können. Oh, da liegt ein Toter. Deiners Wahlen. Elfenbreindrachenklaue. Deiners Wahlen. Aufzeichnung. Okay, die gucken wir uns mal eben an. Objekte, Bücher. Deiners Wahlen. Aufzeichnung. Begonnen. Die verbotene Legende. Finde die Bruchstücke des Amuletts von Gauldur in Fruntur. Oh, Gauldur. Schlüsselloch aktivieren. Also dazu ist er nicht mehr gekommen. Na gut. Sein Verziehen. Er wurde auch sehr angegriffen. Komm, wir sammeln nicht. Denken die zwar echt, sie könnten da gegen mich was ausrichten? Nicht ausgelöst. Das Schwert hat es ausgelöst. So eine Scheiße. So, okay. Fallenauslöser. Den werden wir natürlich nicht aktivieren, sondern entschärfen! Rolle der Hysterie. Ich muss mal gerade eben gucken, wie spät das ist. Ja, passt alles. Sehr gut. Okay. Hier kommt doch, müsste doch eigentlich einer rauskommen. Der ist gut. Der aber nicht. Ich bin nicht blöd, mein Freund. Der da lebt nämlich auch noch. Jetzt habe ich hier auch noch eine andere Quest hierfür gekriegt. Finde die Bruchstücke des Amuletts von Gauldur in Folge und Tour. Und da sind wir ja nun mal. Das werden wir auch machen. Okay. Ist hier was Schönes? Eine Urne mit Gold. Zaubertrank. Ich dachte, das würde den mitreißen irgendwie. Das hier nichts. Aber so. Nichts Besonderes passiert. Ruhelose Drauge. Haltet mich doch nicht im
dämlich, dass ich eure ganzen Sachen hier reinlatsche. Ist nix. Freunde, hier ist nix. Oh, hier. Da waren Adler, Wal, Schlange. Adler, Wal, Schlange. Noch mitnehmen. Sehr gut. Jetzt dürfte es eigentlich richtig sein, denn ich kann nach unten. Sehr schön. Ist auch nicht so schwer, sage ich jetzt mal. Ich dachte schon, was ist das für eine Energie? Cool. So ein Fackelgedönse. Zu. Ist wirklich einfach sehr clean. Viele dann wahrscheinlich einfach durchrennen, deswegen haben die hinteren hier Pfeil und Bogen, möglicherweise. Gut. Objekte, unsere Kralle. Sonstiges, genau. Elfenbeindrachenklaue war das, glaube ich. Ja, dann zeig doch mal her. Adler, Adler, Drache. Lass mich raten. Bei beiden muss ich zweimal. Doch nicht. Adler. Adler. Ach. Und die Klaue. Perfekt. Weiter geht's, Leute. Weiter geht's. Ich finde das doof mit der Tür. Aber bescheuert mit der Tür. Man kennt ja das Rätsel, wenn man die Hauptquest weiterverfolgt hat. Wenn man die Dinger öffnet. Und hier musste man mit der Elfenbeinklaue schon zwei Sachen machen. Gut, das ist halt so, aber... Wir in der Krypta. Oh, sieht mir hier so ein bisschen.
Versklave nämlich, die sterben dann direkt. Die kommen erst gar nicht raus, scheinbar. Wird dann nur schnell zerstört. Aber sie bleiben dann da drinnen liegen. Meine Güte, habe ich jetzt kein Problem mit. Der war jetzt wieder relativ leicht zu töten. Bin ich nicht so übermächtig mit den Sachen, die ich hier habe. Kann ich mir eigentlich gar nicht vorstellen. Aber scheinbar ist es so. Eine Urne. Wie viel Gold habe ich hier? 22.000. Ich habe noch nicht wirklich viel was verkauft, ne? Muss man auch mal dazu sagen. So. Hier, ihr beiden. Dich habe ich schon, ne? Und Mikul. Fragment. Mein Gold ist Amulett. Versiegelungsformel. Komm, du Schwarzling. Versiegelungsformel. Das gucken wir uns doch jetzt. Ups. Doch gleich mal an. Bücher, Versiegelungsformel. Gebunden seid ihr, Mikro. Mörder und Verräter, verdammt. Ja, ach so. Mhm. Da steht einfach nur auf dem Zettel drin. Na gut, wenn's langt. Dann halt. Ja, wir kriegen das hier auf, Freunde. Ah, da. Wir gehen trotzdem runter. Denn sonst würdest du niemals hier an das Gold und an die Urne hier dran kommen. Da nochmal. Oh, Freunde, die Folge ist schon wieder so lang. Aber für euch kann sie auch ein bisschen länger sein. Okay. Wort der Macht lernen. Frost, Frostatem. Sehr schön. Wir die Energiequelle in Folge zu erledigen. Truhe haben. Eben erstiegen dieses Mal. Mensch, Skinners. Jetzt gehen wir hier hinten nochmal raus. Mal wieder nach Folge und Tour. Und jetzt dürfte gleich oder bald mein Handy bimmeln, weil mein Wecker geht. Oder wartet mal, Freunde, damit ihr das nicht hören müsst. Mach ich den einfach aus. Zack. Da ist ein doppelter Boden. Sarkophag öffnen. Ah, da kam doch keiner raus. Ich verstehe. Schlau, schlau. Das öffnen. Da sind wir gleich schon wieder draußen, Freunde. So. Vor der Tür. Ja. Jetzt werde ich mich nämlich von euch verabschieden. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Wenn ja, lasst einen Daumen nach oben, da würde ich mich sehr drüber freuen. Und lasst ein Abo da, darüber freue ich mich noch viel mehr. Und bis zur nächsten Folge würde ich einfach sagen, ciao!